Jetzt machen wir mal einen großen Schritt vorwärts und sagen Selbsterkennen. Selbsterkennen im Spiegel ist etwas, was so im Laufe des zweiten Lebensjahres beim Kind auftritt. Vorher können sich kleine Kinder im Spiegel nicht erkennen. Hunde und Katzen können sich, wie Sie wissen, nicht im Spiegel erkennen. Sie knurren sich da an und dann ignorieren sie diese komische Kreatur da. Und Kinder können das um 1,5 Jahren. Und jetzt ist die Frage, wie ist das mit dem Spiegel? Kapieren die vielleicht nicht, die Tiere, was ein Spiegel ist? Das ist nicht der Fall. Hier ist also ein kleiner Affe, ein Halsbandmangabe, und der muss eine Erdnuss hinter so einem Brett herholen, muss dahinter greifen und kann nicht sehen, was da passiert, muss da so rumsuchen. Aber er sieht sofort, dass da ein Spiegel ist. Vielleicht kann man es hier noch sehen. Und im Spiegel kann er seine Hand erkennen und dann sieht er, wo er hingreifen muss. Diese Tiere, viele Tiere, kapieren, was ein Spiegel ist und dass man den als Instrument nutzen kann. Merkwürdigerweise können sie sich aber nicht im Spiegel erkennen. Das können nachgewiesenermaßen außer den 1,5-jährigen Kindern aufwärts nur Schimpansen, gelegentlich machen das Elefanten, Delfine und ganz gelegentlich auch Elstern, also Rabenvögel. Das Problem ist, Menschenkinder und Schimpansen können Stunden um Stunden vor dem Spiegel verbringen, machen da die Grimassen. Und hier geht auch der Rouge-Test, der Nivea-Klecks-Test, den man mit den kleinen Kindern und den Affen macht. Das heißt, man lenkt die Tiere oder den kleinen Menschen ab, macht ihm so einen Nivea-Klecks auf die Stirn, dann lässt man ihn in den Spiegel gucken und dann guckt man, wo er hingreift. Greift er in den Spiegel, weil da was Komisches auf der Stirn ist, oder greift er sofort auf seine Stirn? Das ist der berühmte Rouge-Test, also roter Klecks. Und das macht man nur, wenn man weiß, im Spiegel bin ich. Also greife ich an meine Stirn und nicht an die des anderen. Diese Rouge-Tests überstehen eben nur 1,5-jährige Kinder oder Schimpansen und die machen auch alle möglichen Faxen, die Menschen auch machen. Bei den Elefanten ist immer so, von 5 macht es einer, aber auch nicht sehr gerne. Von den Elstern einer von 3. Mein lieber Kollege Günther Köhn hat unglaubliche Mühe gehabt, das nachzuweisen, aber es war bei einer Elster war es wirklich so, da hatte sie einen Klecks hier unten, den konnte sie nicht von oben erkennen, sondern nur im Spiegel, und hat immer versucht, den wegzuwischen, war ihr unangenehm, auf einem Bein mit dem anderen Bein, ist umgefallen und versucht es wieder, also es ist abenteuerlich, das anzugucken. Und auch Delfine und Gorillas mögen sich nicht gerne im Spiegel erkennen. Und es ist immer so, dass immer von 5 oder 10 einer das schafft, nachweislich, aber es scheint ein Problem zu sein, unklar. Also sagen wir so, erkennen im Spiegel können eine Reihe von Tieren, eben auch diese Rabenvögel, aber die haben irgendwelche Schwierigkeiten mit, Schwierigkeiten im Selbsterkennen im Spiegel haben Menschenaffen, also Schimpansen nicht und Menschen auch nicht, zum Glück. Also selbst das Bewusstsein, ich bin der, der da im Spiegel ist, ist ja schon eine sehr hohe Leistung, und niemand hat geglaubt, dass das Tiere können, aber die können es. Jetzt wird es natürlich noch interessanter. Ganz am Anfang können kleine Kinder nur selber denken, und das, was die Mutter macht, verstehen sie vielleicht emotional. Aber irgendwann lernen sie, dass auch die anderen Gedanken haben und dass sie Absichten, gute wie böse, haben. Und sie lernen, diese Absichten der anderen, die Gedankengänge der anderen, die Überzeugungen, aber auch den Wissensstand, was die wissen, in Rechnung zu stellen. Also es ist ja wichtig für ein Kind, ob die Mutter weiß oder nicht weiß, was ich ausgefressen habe. Je nachdem verhalte ich mich völlig anders, oder ob der Vater das weiß. Ne? Das heißt, ich muss Abschätzung machen, kann der das überhaupt wissen, was ich ausgefressen habe. Wenn ich der Überzeugung bin, der kann das gar nicht wissen, dann verhalte ich mich völlig anders. Ne? Tue ich so ganz arglos. Jetzt ist die ganz entscheidende Frage gewesen, können nichtmenschliche Tiere das auch? Und hier gibt es ältere Untersuchungen, die aber bestätigt wurden.
da gibt es einen Schimpansen und der möchte eine Erdnuss haben, aber diese Erdnuss wird ihm gezeigt und eine Frau verbirgt die, ich weiß nicht, ob Sie es erahnen können, hinter so einem Karton unter kleinen Näpfen. Das heißt, der große Karton ist dazu da, dass der Affe nicht sehen kann, unter welchem Napf, hier sehen Sie die Näpfe, die Erdnuss ist. Aber er sieht natürlich, die Frau verbirgt das. Die muss es wissen. Jetzt kommt die entscheidende Situation, da sind zwei Menschen, ein Mann mit Kappe, der zeigt darauf und die Frau zeigt darauf und der Affe muss jetzt wählen. Jetzt überlegt er, wer kann es denn überhaupt wissen? Die Frau kann es wissen, die hat es ja selber versteckt. Der Mann hat vorher gesagt, hallo, Wiedersehen, ist vorher rausgegangen und er kann es gar nicht wissen, wenn er darauf zeigt, dann lügt er. Also tut der Schimpanse gut daran, der Person zu glauben und er nicht. Man kann dasselbe so machen, dass diese Person einen Napf übergestülpt bekommt, so einen Putzeimer und kann auch gar nicht sehen, was da passiert. Das heißt, irgendwann so mit 2, 2,5, 3 Jahren lernen kleine Kinder, aber auch dann Affen, Menschenaffen, dass jemand was wissen kann und ob er das aktuell weiß. Und ganz kleine Kinder können das nicht. Ne? Das heißt, das Wissen anderer in Rechnung stellen ist eine der ganz wesentlichen Dinge für unser soziales Leben. Ich weiß, dass der weiß. Und jetzt weiß ich aber nicht, ob der weiß, dass ich das weiß, was er weiß. Und so weiter und so weiter. Das nennt man Wissensattribution, eine der ganz wesentlichen Dinge im Alltagsleben wie auch in anderen Dingen. Weiß die Polizei oder das Finanzamt, dass ich was gemacht habe? Je nachdem, bin ich ehrlich oder bin ich nicht ehrlich. Also man sieht, es gibt ganz wenige Tiere, Schimpansen, die dieses Wissen bei anderen in Rechnung stellen und danach handeln. Das wird dann schon sehr eng. Das können nur ganz wenige Tiere, aber die Schimpansen können es immerhin. Und jetzt machen wir noch einen ganz großen Sprung, jetzt kommen wir zu Denken. Bewussten Denken und bewussten gedanklichen Problem lösen. Können das Tiere außerhalb des Menschen? Hier haben wir eine Studienkollegin von mir, die Schimpansin Julia, die untersucht wurde von meinem Lehrer Bernhard Rentsch, als ich das studiert habe. Hier steht Rentsch 68, da war ich gerade Student bei Herrn Rentsch. Einer der ersten, der es gemacht hat. Die Effin Julia musste ein Labyrinth lösen. Hier ist ein kleines Metallstück, hier ist ein Magnet und sie musste nach links und rechts ziehen, je nachdem, wo sie rauskam. Hier kam sie nicht raus und wenn sie nach rechts zog, dann kam sie hier raus und wurde belohnt. Sie musste vorher, sie hat nur einen Zug, musste vorher rauskriegen durch gedankliches Verfolgen, ob ich nach links oder rechts ziehen soll. Nur einen Zug. Das ist relativ einfach, aber das, werden Sie zugeben, ist schon relativ schwer. Sind die Münsteraner Studenten zum Teil daran gescheitert, aber sie waren auch nicht geübt. Ne? Und was Julia gemacht hat, sie hat sich das lange angeguckt, so wie wir das machen, und mit den Augen die möglichen Wege verfolgt, dann einen Zug gemacht und er stimmte fast immer. Es besteht überhaupt kein Zweifel, dass Julia nachgedacht hat und eine bewusste Repräsentation davon hatte. Überhaupt kein Zweifel. Man kann natürlich heute ins Gehirn reingucken, mit den üblichen Methoden, wie man auch ins menschliche Gehirn reingucken kann, ohne den Schädel zu öffnen und sieht, da läuft dasselbe ab, wie in Situationen, in denen wir Probleme lösen. Also Selbstbewusstsein und Denken ist sicherlich nicht einzigartig für den Menschen. Sicherlich nicht. Wie viele andere Tiere denken können, im Sinne von gedanklichen Problemlösen, wissen wir nicht, aber von Schimpansen wissen wir es ganz bestimmt.